Ja Mensch, hallo Leute, herzlich willkommen bei Löwenzahn TV mit dem Butt im Schagel. Ich heiße herzlich willkommen hier zu meiner fortgeschrittenen Bundesjugendveranstaltung. Kennst du das noch? Ja, und Bundesjugendspiele, genau. Da ich einen Weitsprung und Langlauf immer eine Null war, habe ich gedacht, mache ich Burpees und kletter Seile hoch. Da ich selbst nicht genau weiß, was passiert, da bleibt einfach mal dran und guckt, was passiert. Ich habe ja hier Coach Max dabei. Das eben zum Beispiel ging schon mal in die Hose. 12:30 müssen wir wieder da sein. Ja, da können wir nochmal nach Hause fahren, ne? Ja. Machen wir einen Vlog später nochmal neu. Ja, krass. Und ich hoffe, es sofort, ne? Hat es eben auch nicht besser gemacht. Last week. Best or the worst? The best. Yes, the best. It should be the best. 12:47. 12:47, right. 12:30 downstairs. And then it happened. Did you try it? Did you try it at home? Yes. And? 9 minutes. I didn't try the whole but, one. But it's different because... the box are larger. Because each 12 repetition moves. Ah. 12 box jump over, move the box. 12, move, 12, move. Ah. Nur einer, der Franzose. Ui, ja. Irgendwelche letzten Worte? Tschüss. Okay, Jagel hat gerade gesagt, ich kann jetzt quasi gehen. Und das werde ich jetzt auch tun. Der braucht jetzt seine Ruhe, der ist gut im Tunnel. Ich glaube, der ist auch aufgeregt, ist ja auch für ihn jetzt seit Ewigkeiten mal wieder ein Wettkampf. Schauen wir mal. Wir gehen jetzt mal zu Alex, zu dem anderen Hipster und schauen wir mal. Frank might set a course record with 2 minutes and 30 seconds. It's the box. Meter tall or small? Oh yeah. Good job, buddy. Cheers. Cheers. Judge war korrekt oder was? Ich sage, Judge war korrekt. Ja, war nett, ja. Hatten aber weder Raps dazugegeben, die abgesprochen eigentlich. Neidische Nummer. Hab ihnen extra 50 Penny gegeben, oder wie heißt das hier? Ja, Penny? Irgendwie sowas, ja, Penny, ne? Nix. Wie war es mal wieder auf der Fläche zu sein? Nicht gut. Nee, nicht gut. Riesentheater, ey. Also ich hab. Erstmal habe ich ja erst beim Führen zur Stage gerafft, dass wir eine andere Stage sind. Ja, ist schon scheiße. Ich dachte schon mal so, okay. Es fühlte sich an wie auf dem Weg zum Mathe-Abi, so mit dir geraten, noch ein halbes Jahr Abi-Sturzkurs zu machen. Aber. Und dann. Ja, ging's los, alles ganz nett. Und. Ja, genau, ging's los in den Box. Der Box am Ober. Und dann habe ich ja, ich glaube, alle anderen, die waren ja hinter mir, aber ich habe es nicht gesehen. In meinem Rücken. Und dann bin ich ab der 10. Wiederholung, hat es oben immer geknackt. So, und ich gucke ihn so an. Und er sagt, oh, die Box ist broken. You better do step-ups. Okay. Und im Workout machst du erstmal was. Ja, dann habe ich die letzten, weiß ich auch nicht, 24 oder so, diese Step-ups gemacht. Und die Box steht immer noch. Sehr bescheuert. Immer weg rauf, boom. Knack, ey, you better do this. Ah ja. So. Ja, und dann. Ah ja. Ja, das hat mich dann ein paar Wiederholungen gekostet. Ich weiß aber auch nicht, ob ich
48 Wiederholungen durchgezogen hätte. Ja, und hat man es, glaube ich, gesehen, ne? Die Kettlebell Stepovers, die haben mich gefickt. Das sah fies aus. Das wusste ich vorher schon. Quasi gleich wieder dran, du also. Und wir haben gerade festgestellt, dass das Workout ganz anders ist als gedacht. Ja, aber deswegen sind es trotzdem, also ja, ein anderer Schnack und es macht es nicht gerade schwerer, aber deswegen, ja, ist trotzdem viel. Also, mal sehen, wie sich das gleich anfühlt. Also, wer das macht, wird es kennen. Im Grunde entscheidet sich sowas immer beim Anheben der Gewichte, beim Warm-up, ob sich Gewicht leicht oder schwer anfühlt. Bei mir zumindest. Aber ich denke, die meisten draußen, denen geht es auch so. Es gibt Tage, da sind 100 Kilo schwerer. Und es gibt Tage, da sind 100 Kilo leichter. Wäre schön, wenn heutzutage ist, an dem 100 Kilo leichter sind. Wirst du das Gewicht, was gleich abgerufen wird, auch antesten hinten in der Warm-up? Ja, ne? Das volle Gewicht, oder? Je nachdem, wie ich mich fühle. Okay. Also kann es auch sein, dass du sagst, all in auf dem Floor erst. Genau. Okay, ja, spannend. Du kannst das, Digga. Also, hoffe ich zumindest. Ganz offensichtlich! Oh, scheiße, ey! Ey, geil gekämpft!